Herzlich willkommen, liebe Leute aus dem Hengi-Hauptquartier. Sehr spontan an diesem wunderschönen Montag. Ich tue nur so, als ob ich arbeite und es ist ein Fettfleck auf der Regiekamera. Ihr habt recht. Herzlich willkommen, Superchats. Das inkludiert den Twitch als auch den YouTube-Chat. Ja, habe ich ja auch gesagt. Wollte ich gerade erklären, Paul, dass das ein Kratzer ist. Ne? Warte mal. So, jetzt, ich glaube, das ist besser. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr am Start seid. Ihr, die ihr einfach heute Morgen auch bei Moin dabei wart. Bewegende Zeiten jetzt gerade. Viele große Bühnen werden gerade gerockt, und zwar in Amerika. Und Robert De Niro hat gesagt, fuck Trump. Und die E3 ist auch. Die E3 rockt derbe. Viele von meinen netten Kollegen, die waren jetzt schon in den Nachtschichten unterwegs und viele von euch waren ebenfalls mit dabei. Ich habe gestern Abend tatsächlich verpasst, aber gestern Abend, so habe ich zumindest nachgelesen, sind ja schon unfassbar viele geile Sachen passiert und während der diesjährigen E3 rausgehauen worden. Wir sind alle wieder im E3-Fieber, das macht sehr viel Spaß. Ich bin aber auch erst mehr oder weniger heute Morgen reingestiegen in den gesamten E3-Zyklus, weil ich gestern bei den Foo Fighters in Hamburg war. Das war sehr geil. Also ich habe mich, muss ich zugeben, nicht mit Gaming beschäftigt. Zumindest nicht gestern Abend. Battletoads wird häufig angesprochen. Und ja, Simon hat gestern versucht, mich noch live anzurufen. Aber ich hatte nur noch 1% Akku und er wollte mich, glaube ich, zu diesem Titel fragen, was ich denn davon halte. Und Mann, ich freue mich natürlich auf Battletoads. Ich muss meinen Bruder anrufen und dann keine Ahnung, was passiert ist. Simon hat gerade angerufen, ich habe gerade Kretschmann gesagt und dann war mein Handy alle, weil ich noch auf dem Rückweg war vom Foo Fighters Konzert. Aber ich habe mitbekommen, Battletoads 3 wurde angekündigt, neben extremst vielen anderen freshen Titeln. Und ich bin selber noch dabei, mir die gesamten PKs ins Gedächtnis zu rufen. Nee, nicht ins Gedächtnis, sondern einfach überhaupt erstmal zu gucken. Und angefangen habe ich mit meiner ersten Wahl, mit der Devolver Digital Press Conference. Und wer die Press Conference von Devolver Digital letztes Jahr verpasst hat, der wird dieses Jahr vielleicht ein bisschen weniger verstanden haben. Aber meine Fresse, sind die gut, ey. Devolver Digital mit den Spielen, die sie auch gezeigt haben, du weißt nie wirklich, wie ernst ist eigentlich was gemeint. Und trotzdem ist alles irgendwie ernst gemeint. Und was die da rausgehauen haben, war nicht nur lustig, so wie das Xaxex schreibt, sondern da war auch verdammt viel guter Inhalt dabei. Lootbox-Coin. Alter, fuck, wie lustig war das denn? Aber auch noch mit Sinn, man. Da gibt's ja wirklich die Seite. Oder Scum. Die Battle-Royale-Antwort halt auf Devolver Digital-Style. Vollkommen überzogen. Super. Oder Pedro. Das sind alles nette Titel, Manuel, was geht? Habe ich was kaputt gemacht? Nein, alles klar. Das ist ein Buddy, guck nach, Shinsoko, genau. Hab ich was mit der Kamera falsch gemacht, oder was? Nein! Na gut. Es ist kein Buddy, guckt nach, sondern ich habe einfach gedacht, ich nutze die Zeit und erkläre euch ein bisschen, was hier Phase ist. Während die anderen Leute in Nachtschichten gerade hardcore die drei live mitverfolgen, sieht mein Arbeitsalltag ein bisschen anders aus. Der beginnt früher, endet dafür auch ein bisschen früher, mehr oder weniger. Und ich bin gerade hier am Business Development Shit machen. Business Development klingt immer gleich wie so ein Buzzword, was viele Leute sauer macht. Danke, Mann. Das ist nichts anderes als die Ideen, die Konzepte, die hier ohnehin schon rumkreisen, die sogar schon gemacht wurden, nochmal neu zu verpacken, in ein Video zu schneiden und das Ganze sympathisch, so ein bisschen wie Devolver Digital gestern in der PK, fertig zu machen. Ganz pointiert, einfach nur runter. Und dann wollen wir das ein paar ausgewählten Leuten in die Industrie schicken und einfach sagen, so, ey, übrigens, das haben wir in den 3 Jahren gemacht, weil wir unglaublich viel gemacht haben. Und dann hoffen wir, dass die Bock haben, neue, geile Ideen auch mitzufinanzieren. Das ist mein Job jetzt gerade. Also ich mache Business Development Shit. Und kann auch nur bis 14 Uhr, und das schon mal als Ankündigung. Das ist jetzt einfach nur eine Laber-Live-Session. Vielleicht scribbel ich nebenbei sogar ein bisschen. Ab 14 Uhr kommt dann René und er hat irgendeine alte Grafikkarte, die er verbauen will. Das nur mal so zur Info. Und wenn ihr hier seid für E3 News, dann müssen wir ein bisschen warten. Heute Abend ab 19 Uhr geht es wieder live los. Um 22 Uhr ist dann Ubisoft, glaube ich, dran. Die Sony PK steht auch noch an. Ich glaube, Nintendo macht morgen was. Bin mir leider nicht gerade sicher. Ich habe das komplette Schedule, diesen ganzen Plan nicht so hundertprozentig auf dem Schirm. Ihr aber im Chat schon, das weiß ich. Deswegen gucke ich immer links rüber, weil dort der Chat ist.
Ideen, so wie Ping of Pong und Beans Castle. Ihr lacht, ich habe Ping of Pong tatsächlich, ich habe ein Konzept dazu geschrieben, schon vor langer Zeit, und das Yola angeboten. Wer ja jetzt im Tischtennis nicht so unterwegs ist, der wird Yola nicht kennen, aber jeder Mensch, der Tischtennis gespielt hat, weiß, wer Yola ist. Und ich habe da einen Kontakt aufgemacht und der klang auch erstmal ganz interessiert. Und dann habe ich ihm die Ping of Pong Präsentation rübergeschickt und dann habe ich nie wieder was davon gehört. Schade eigentlich. Aber ne, das ist ein so ein Ding, wenn du The Ping of Pong wirklich groß denkst, dann wäre es gut, da auch einfach einen Partner an der Seite zu haben, der das Ganze halt mitfinanziert und unterstützt. Inzwischen ist das natürlich nicht nur bei euch, sondern auch bei uns intern ein Running Gag geworden. Die Erwartungshaltung ist geschrumpft und jetzt wollen wir Prince of Pong machen. Das kriegen wir hin. Aber The Ping of Pong will never die. Das ist irgendwann eines Tages. Und ich hoffe, wir werden es sein, wir Ping of Pong produzieren und ihr werdet es sehen können. So, Nintendo ist morgen, schreibt Metroid 61 und bin ich happy über Battletoads? Ey, klar, bin ich. Allerdings war der Trailer, muss man dann Stelle auch sagen, jetzt auch nicht so geil. Also das Ankündigungsvideo, da habe ich mir mehr erhofft, ehrlich gesagt. Da habe ich mir was Rabiateres, was Brutaleres gedacht. Aber trotzdem, klar bin ich froh Battletoads 3, dass die Ankündigung da ist und mein Gott. Und ansonsten, EA habe ich nur grob überflogen. Ich habe mitbekommen, dass Shadow Die Twice angekündigt wurde. Anthem gab es neues Material. Einige Kollegen, die drüben sind, die Game 2 Crew ist ja drüben, die werden das auch tatsächlich anzocken können, so habe ich es verstanden. Und super. Genau, im Moment ist bei uns nur online die EA Press Conference. Und Bethesda und Microsoft kommen auch noch. Die werden jetzt gerade auch prozessiert, soweit ich das weiß. Wie wäre es mit Rockstar Tischtennis, Panda Black? Habe ich natürlich drüber nachgedacht. Das Konzept da nicht hingeschrieben. Ist dumm eigentlich, ne? Hätte ich machen sollen. Elder Scrolls 6, ja, krasse Scheiße. Bethesda räumt gerade echt auf. Und auch das Fallout 76, ein reines Online-Multiplayer-Spiel ist für mich sinnvoll, logisch, es erweitert das Portfolio dieses abgefahrenen Franchises. Weg, glaube ich, bei ganz vielen Fallout-Fans. Ich selber muss sagen, ich stecke nicht so tief im Fallout-Universum. Es weckt aber trotzdem ganz viele Hoffnungen. Gleichzeitig natürlich auch wieder die Sorge, weil vielleicht eine gewisse Spieltiefe irgendwie darunter leidet. Aber trotzdem ist das auf jeden Fall ein guter Move gewesen. Ich warte immer noch auf ein neues RTS. Auf ein richtig großes neues RTS. Wobei Command & Conquer wurde irgendwas angekündigt, ne? Oder wie war das nochmal? Hilft mir doch mal. Ihr seht, es ist nichts geplant hier. Also ich sitze hier und alle anderen Kollegen sind eifrig am Werkeln. Auch ich habe eigentlich andere Sachen zu tun. Aber es ist fucking E3. So, ich muss das jetzt einmal kurz checken. Vielleicht könnt ihr mir auch helfen, ob auf der E3 jetzt wirklich Command & Conquer Rivals vor 2 Tagen. Ich gucke auf die Internetseite von der GameStar. Und sie schreiben, Updates, aber CLC Rivals ist nur ein Mobile-Spiel. Aha. Okay. Ist nur ein Mobile-Spin-Off. Das ist ja etwas, wo ich sagen muss, mir inzwischen, es ist keine Enttäuschung mehr da, weil ich nicht zuletzt durch Pocket Beans mitbekommen habe, vielleicht auch vorher ein bisschen, was Mobile-Games eigentlich drauf haben. Klar, ich bin jetzt auch nicht blind. Ich weiß schon, dass die in Anführungsstrichen klassischen Titel und über die klassischen Plattformen, PC und Konsole, natürlich eine extrem höhere Tiefe haben können. Aber ganz im Ernst, ey, fast jeder von uns trägt inzwischen einen absoluten super fucking Computer in der Hand. Und auch wenn die Steuerung verhältnismäßig andere Sachen bietet, müssen Mobile Games per se nicht schlecht sein. Alleine Civ auf dem iPad zu spielen, ist wirklich gut, oder auf dem Tablet halt. Das macht wirklich Spaß und es ist total intuitiv. Und gleichzeitig hat man halt die Spieltiefe, die man auch auf dem PC haben kann. Nur ist halt die Steuerungsmöglichkeit eine andere. Deswegen bin ich per se jetzt erstmal nicht geschockt, aber ja, es gibt auf jeden Fall zu Recht auch immer die große Sorge nach dem Payment-Modell irgendwie. Wie sieht das Ganze aus? Mal gucken. Trotzdem hätte ich lieber Bock auf ein Warcraft 4. Also wirklich, ein Warcraft 4,
wo ich mir vor 2 Jahren schon sicher war. Da habe ich wirklich gedacht, so jetzt kommt's, wirklich, es ist die richtige Zeit. Und ich habe gedacht, ey, ich lese so viel Business-Shit irgendwie aus der Games-Industrie, jetzt muss es kommen. Es kam natürlich nicht. Warcraft 4 ist einfach etwas, das muss irgendwann kommen. Es muss Blizzard als Strategieschmiede from hell muss in Warcraft 4 bringen. Und mir ist inzwischen tatsächlich egal, wann es kommt. Aber mal gucken. SugarDaddy71 schreibt, Warcraft 4 kommt erst, wenn World of Warcraft komplett out ist. Aha. Ja, ups, Telefon. Gerne, sobald diese Drecks-Blizzard insolvent ist. Da hat aber jemand eine klare Meinung zu Blizzard. Das Einzige, was ich mobil zocke, ist Mario Run. Schreibt, X-Lord! Ey, moin X-Lord, schönen guten Tag, schön, dass du am Start bist. Bleib. ich weiß, dass Blizzard nicht auf der E3 teast, aber in dem Kontext, in dem wir gerade sind, die Industrie feiert sich selbst. Gleichzeitig ist es auch die Bühne, wo wir nicht zuletzt, das ist halt aktuell noch so, ganz konzentriert drauf gucken. Der Markt weiß, dass jetzt alles gebündelt auf E3 stattfindet oder um die E3 herum. Einige der großen Firmen haben sich davon losgelöst, haben angefangen, jetzt auch nicht erst seit gestern, eigene Events zu starten, um damit sozusagen einen eigenen Fokus zu kreieren. Blizzard als Marke feiert seit Ewigkeiten die BlizzCon, so wie es CCCP auch macht. Die wissen, wen sie ansprechen wollen, und natürlich kommen da dann die großen neuen Ankündigungen. Aber trotzdem, jetzt gerade für mich, mir fehlt ein richtig geiles neues Strategiespiel, was eben nicht MOBA ist, sondern was eher oldschool ist. Habe ich Bock drauf. Finde ich gut. Wirt ist im Chat oder was? Nee. Also ein Wirt-Gag. Erwartet nicht zu viel für die Leute, die frisch reinspringen. Ich bin gerade dabei, so ein bisschen für mich die E3-Welt zu erkunden. Nehmann, bin immer noch fertig. Was ist los? Ja, du hast lange gemacht, wa? Hallo Wirt, schön, dass du da bist. Empire Earth Remake. Okay. Was sagst du zu dem neuen Halo? Ich habe nur den Teaser gesehen. Ich habe nur den Anfang gesehen. Ich fand es interessant, dass sie das Ganze auf einer neuen Engine bauen. Ich habe gerade den Namen leider vergessen von der neuen Engine. Irgendwas mit Splice. Was war das nochmal? Ich gucke nochmal schnell nach. Ach, so, vorsichtig. Ja, scheint zu funktionieren. Halo Infinite Engine. Das heißt, sie haben dort ein Shift gemacht. Ich habe vorher mitbekommen, Infinity, nicht Infinite. Slipspace, so heißt es. Die Ankündigung selber war jetzt, fand ich ehrlich gesagt, hat mich jetzt nicht so rausgerissen. Aber auch da, ich bin ja auch nicht der absolute Halo-Super-Super-Fan. Ich habe immer mitbekommen, wie geil Simon das fand. Ich habe das auch nachvollziehen können, weil das sprudelte aus ihm raus, wie geil der fucking Master Chief ist und oder war. Und so richtig Bock habe ich mit Halo eigentlich wirklich nur durch das Beef bekommen. Also durch die Multiplayer, der sehr viel Spaß gemacht hat. Halo hat mich eigentlich, doch, muss man eigentlich sagen, Halo hat mich eigentlich zur Konsole geführt. Klar gab es vorher auch schon Konsolentitel, die ich gespielt habe, aber so richtig reingezogen, dass ich abends da saß und an der Konsole gezockt habe, das war Halo, Halo 3 Multiplayer. Habt ihr das mitbekommen mit der Mod, die eigentlich sozusagen Halo Multiplayer auf den PC gebracht hat und dann fett weggeklagt wurde? Das war interessant. Naja, wieder zurück zu Halo Infinite. Doch nicht Infinity, sondern Infinite oder was? Ich raff's nicht. Helft mir gleich mal im Chat. Ich habe nur den Teaser gesehen. Also das heißt, diesen ersten initialen Trailer, der vor der Microsoft PK war, die übrigens sehr gut gewesen soll. Ich habe sie halt noch nicht ganz gesehen. Aber ich habe viele Leute gelesen. Auch Eddie hat gesagt, das war wirklich die beste Pressekonferenz von Microsoft seit immer. Das ist schon glaube ich, ein ziemlich großes Lob. Und ich fand es natürlich nett und sympathisch, dass sie damit angefangen haben. Es ist nach wie vor eine ihrer größten Lizenzen, am aussagekräftigsten vielleicht für Microsoft. Das war sinnvoll. Ja, Halo 3 Beef, haha. Danke, System97. Aber es war gut, dass sie damit angefangen haben. Mich selbst führt es aber nicht zu einer Standing Ovation irgendwie, als Phil Spencer da auf die Bühne gekommen ist und dann alle irgendwie, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich soll den Fabian Döhler anrufen und ein paar Infos zu Cyberpunk 2077 rausholen. Ich habe nur über Twitter ganz viele Leute gelesen. Anne hat zum Beispiel geschrieben,
dass sie den jetzt mehrfach angeguckt hat. Und das habe ich sehr häufig gelesen. Ich habe sehr häufig gelesen, dass sie den Trailer zu Cyberpunk 2077 mehrfach und direkt hintereinander geguckt haben. So gut muss der sein. Ich habe ihn mir aber noch nicht angeguckt. Damit gibt es so eine gewisse Erwartungshaltung vielleicht an den Trailer, aber ich versuche da einfach neutral wie möglich ranzugehen. Klar, ich habe Bock auf das Spiel, aber, und auch da wieder, da bin ich dann aus meiner Perspektive ganz subjektiv, ich habe es mit Witcher wirklich versucht und ich glaube, dass es richtig arschengeil ist, aber ich habe leider mit dem Genre, ich persönlich habe mit dem Genre so meine Probleme, weil ich zu ungeduldig bin für riesengroße Welten. Und ich habe ein bisschen die Sorge, dass auch Cyberpunk 2077 mir zu groß ist. Ich brauche irgendwie immer Multiplayer-Action. Ich brauche immer menschliche Partner und oder Gegner. Dann verbringe ich viel Zeit im Videospiel. Und da gibt es halt auch so unglaublich viel Shit da draußen. Mal gucken. Oh, Sondhardy schreibt, oh nein, er hat Bock. Was ist denn hier los? So, schreiben wir mal, was schreibt ihr denn? I googled Etienne Gardet, don't do it. Fev schreibt, Witcher hat bei mir auch nicht funktioniert, aus irgendeinem Grund. Ey, die Prämisse von The Witcher, von Geralt, von all dieser Welt, die ist so geil. Ich habe total Lust und viele liebe Menschen, die mir wirklich lieb sind und ich deren Meinung total schätze, sagen, du Vollidiot, du musst es spielen, weil sie wissen, dass es mir aus gewissen Aspekten halt gefallen kann. Aber da gefällt mir die Welt, die Idee der Welt, obwohl ich sie ja nicht bewandert habe. Aber, weiß ich nicht. Ich habe irgendwie immer andere Spiele dem vorgezogen. Willst du nicht mal gegen Florentin Warcraft 3 zocken? Fragt Tims. Doch, möchte ich. Er hat mich auch schon angesprochen. Das hat bisher leider, hört ihr, ist ein Running Gag. Ich habe keine Zeit dafür mir genommen, so muss man sagen. Was erwartest du von Nintendo morgen Abend? Fragt Captain Groovy. Also Nintendo hat für mich, finde ich, den absoluten Knaller bereits durch Nintendo Labo gezündet. Also Labo ist wirklich eine richtige Innovation im Videospielmarkt. Finde ich wirklich. Das sage ich vielleicht auch aus dem Blickwinkel eines relativ jungen Vaters noch, der Kinder zu Hause hat und der diese Analogie, dieses Verspielte, dieses Pappige, dieses Zusammenbringen von digitalem Shit und analogem Shit wirklich befürwortet und auch mir ganz viel Kram dazu durchgelesen habe, etc. Nintendo Labo heißt es, nicht Lavu. Das war für mich schon der Knaller. Also sie werden jetzt aber auf E3, werden die auf jeden Fall, müssen sie ja auch einige große Titel ankündigen. Ich finde es wirklich schön, dass das Games-Portfolio der Nintendo Switch sich so in sich geschlossen anfühlt. Mein Ding ist, in meiner Switch, ich hab Breath of the Wild immer noch nicht durchgespielt. Weiß auch nicht, ob ich das mache. Es ist mir zu fucking groß! Ich habe Mario Odyssey, hab ich noch nicht mal. Dafür habe ich wirklich geile, liebevolle, Oldschool-Zelda-eske Top-Down-RPGs. Ich freue mich auf Titel wie zum Beispiel Pedro, was ebenfalls auf der Switch kommen soll. Also das sind so Spieltitel, die für mich ganz gut funktionieren. Ich erwarte von denen erwachsenere Titel dieses Jahr, nachdem sie die Kinderseite mit Nintendo Labo besetzt haben und das auch eigenständig und total sinnvoll eigenständig in einer riesengroßen Aktion gemacht haben, erwarte ich jetzt so ein bisschen, dass sie auf der E3 die ältere Zielgruppe abgreift, weil die Core-Zuschauer, die Core-Zielgruppen schauen halt jetzt auf die E3. Und die wirst du mit Labo, da gibt es halt ein Schulterklopfen für, maximal. Und das hat Nintendo aus meiner Sicht ganz gut gemacht. Aber das ist so ein bisschen die Theorie. Ich hoffe, dass sie dieses Jahr, ja, neues Pokémon, klar, das wird, Alter. Aber, Entschuldigung, ich habe in den Chat gelesen, neues Pokémon, glaube ja, das wird angesprochen. Irgendein neues Mobile-Game wird auch angesprochen, hundertprozentig. Ja, es kommt auch das Devolver-Spiel für die Switch, das meinte ich gerade, Brot 91, das Pedro-Game, das wird für die Switch zum Beispiel kommen. Und das sind so, sag mal. Ja, Metroid schreibt, Sobolzbrot-Kip, Alter, was ein Name. Ja, da gab es natürlich letztes Jahr schon die 4, einfach nur die 4, hat allen gereicht. Dieses Jahr müssen sie neue Informationen raushauen oder wann auch immer. Schauen wir, wird es eine neue Florentin-Show geben? Ich habe gelesen, ich habe es mir selber noch nicht angeguckt, ich habe angefangen, ich habe das Beat Yesterday, seine Fassung gesehen und ich habe gesehen, wie Paul, du in der Regie nicht fähig warst, diese Übung zu vollziehen.
Das fand ich sehr lustig. Weiter habe ich nicht geguckt. Ich habe mir aber relativ viele Rezensionen zu der Florentin-Show durchgelesen und es muss wirklich sehr, sehr gut gewesen sein. Ja, und jetzt, ja, nee, nein, gerade hoch, Paul, gerade hoch. Der Arm muss, ja, genau, gerade. Und ja, und jetzt 90 Grad, aber nur den, ja, gut, riecht ganz prima. Sehr gut. Hast ein paar Tage gehabt. Das Wochenende gut genutzt. Sehr gut trainiert. So, Musikhörer, Budi, was hypt dich bisher am meisten von den angekündigten Spielen? Alter, lieber Musikhörer, kann ich nicht bewerten, dazu habe ich zu wenig gesehen. Ich wollte mir Anthem nochmal genauer angucken. Da gab es jetzt mehr Informationen, aber ich habe halt, ne, Unravel 2 haben sie gezeigt. Ich hab wirklich nur so Bruchstücke. Es ist wirklich so, stellt euch vor, ihr seid das erste Mal in eurem Leben auf einem Foo Fighters Konzert und ihr seht die, weil die zufällig in eurer Stadt sind und nicht nur zufällig in eurer fucking Stadt, sondern fußläufig ungefähr 1 Liter Bier entfernt sind. Also, dass man einfach 1 Liter Bier trinken kann, bis man bei den Foo Fighters steht. Und du weißt im Hinterkopf, und auch vorne im Gehirn findet die E3 gerade statt. Und du weißt, dass nachts gerade die E3 läuft. Aber auf dieses Konzert hast du dich einfach 1 Jahr gefreut. Und dann versuchst du mit Foo Fighters im Bauch und im Herzen und im Kopf irgendwie dann noch E3-Informationen zu kriegen, während du nachts im Halbschlaf noch versuchst einzupennen. Und dann werden dir die Informationen mit so einer Shotgun. Das sind die Informationen, die ich aktuell von der E3 habe. Mehr nicht. Deswegen kann ich die Frage nicht beantworten, lieber Musikhörer. Und ihr merkt, ne, mein Kopf ist noch ein bisschen im Eimer. Magst du Elder Scrolls und freust du dich demnach auf The Elder Scrolls 6? Ich hab das letzte Elder Scrolls, nicht das Online, ich habe das letzte Elder Scrolls 4-mal neu angefangen. Und das letzte, was ich gemacht habe mit The Elder Scrolls war, dass ich die PC-Mod gegen Spinnen benutzt habe. Da konnte man die Texturen von den großen Spinnen mit Texturen von Bären austauschen für Arachnophoben, so wie ich einer bin. Und das Blöde war aber, dass die Textur zwar geändert wurde, aber die Bären sich trotzdem von oben von der Höhle so abgeseilt haben und immer noch das gleiche Rig-Modell wie Spinnen hatten. Das heißt, plötzlich hattest du hast dieses ekelige Bewegungssystem einer Spinne, aber dann waren es halt fucking Bären. Es waren dann aber eben nicht Bären, sondern fucking Bärenspinnen, was es noch schlimmer gemacht hat. Und das ist meine Erfahrung mit The Elder Scrolls. Und ich weiß aber, dass mir The Elder Scrolls sehr viel Spaß gemacht hat am Anfang. Mir aber diese ganzen Dialoge leider schon wieder voll auf den Sack gegangen sind. Es tut mir wirklich leid für alle Leute, die Storyspieler sind und die Bock haben, sich in andere Welten zu bringen. Das bin ich. Ich freue mich auf die Ankündigung. Ich freue mich. Ich hab große Hoffnung, dass es Fans dieser Serie, auch dieses Genres, derbe wegblasen wird. Aber das ist nicht das, wo ich meinen Fokus drauf setze. Nee, ist es nicht. Ja, Test mit Story, mit der Welt. Kennt ihr eigentlich den Bartel-Test? Wenn nicht, ich kann euch das nicht zeigen. Ich mal was auf, das mache ich jetzt. Paul, können wir mal, weil das ist etwas, was, finde ich, in diesem ganzen Dialog um, was sind Videospiele und was finden wir eigentlich geil und können wir hier drauf gehen, Paul? Sieht man mein Pad hier? Geil. Ich schreibe mal Hallo. Also, ja, das ist mein Hallo. Okay, passt mal auf. Der Bartel. Ups, hallo Paul, habe ich vorhin geschrieben. Hey, mach jetzt auch noch weg. Also, es gibt Archetypen, das ist zumindest die Theorie des Ganzen. Also die 4 Archetypen eines Videospielers. Das Ganze gibt es auch für klassische Charakteristika. Es gibt so 4 Archetypen, so wie Charaktere theoretisch sind. Das sind Schubladen, wenn ihr so möchtet, die aufgebaut werden. Und davon nochmal unterteilt gibt es insgesamt 16 unterschiedliche Charaktertypen. Das ist nichts Neues. Das schwappt nur langsam irgendwann rüber in die Industrie. Und einige Leute werten das eigentlich sinnvoll aus. Das heißt, es ist eine moderne Zielgruppendefinition.
Im Fernsehen immer noch tatsächlich und in Deutschland speziell ist es so, dass man eigentlich immer noch mit sehr extremst oberflächlichen Zielgruppen agiert. Das verändert sich sehr stark, weil es sich verändern muss, aber aktuell ist es immer noch so 14 bis 49 Zielgruppe, männlich, weiblich, dann Einkommen und so ein Kram. Das sind aber Parameter oder sagen wir Attribute für eine Zielgruppe, die nicht mehr so richtig aussagekräftig sind. Das Ganze wird ergänzt, nicht zuletzt durch neue technologische Sachen, dass A, natürlich viel mehr Daten ausgewertet werden können, aber B, sich das Nutzer- und Sehverhalten von uns einfach fucking nochmal drastisch verändert hat. Und jetzt komme ich nochmal zurück auf die vier Archetypen des Gamers. Es gibt vier Archetypen, so die Theorie, und ich male sie einfach mal auf. Das eine sind Killer, das andere sind Explorer. Dann gibt es die Achiever und es gibt die Socializer. Klingt natürlich super fancy. Ich hoffe, ihr habt noch Bild. Also, ja, habt ihr, sehr gut. Das sind die vier Archetypen. Und ein Videospiel, ich mal es mal irgendwie anders rein, ein Videospiel versucht eigentlich immer verschiedene Kernzielgruppen auch abzuholen. Ein Killer, das ist relativ klar, das sind Videospiele wie Call of Duty oder wie Battlefield 5 oder wie, naja, auch Fortnite zum Beispiel. Fortnite aber wiederum geht nicht nur auf die Killer rein. Oh, ich kann nicht Fortnite schreiben, Alter. Fortnite. Killer sind generell Leute, die kompetitive Spielmodi mögen und die denen es wichtig ist, dass sie durch ihren Skill besser sind als andere. Und das ist nicht wertend gemeint. Das ist nicht wertend gemeint. Das ist einfach nur so ein Spieltyp. Ein Dark Souls zum Beispiel, ein Dark Souls-Spieler hat Ähnlichkeiten und gehört eher in diese Kategorie als jetzt ein The Sims-Spieler. Ja? So als Beispiel. Chef84 schreibt, er ist ganz klar Explorer. Es gibt diesen Test übrigens auch online und so einen Kram. Könnt ihr einfach mal testen. Es macht Spaß. Es ist halt schon, es ist nett. Man muss sich da nicht so viel drauf einbilden, aber es ist ganz angenehm. Wozu zählt Rocket League? Auch eher Killer. Yep, Sheep is Epic. Auch ein Rocket League ist ein Killerspiel. Aber es gibt halt Hybriden. Es gibt halt Videospieltitel, die passen ganz gut rein. Und ihr müsst das ungefähr so vorstellen. Nennt mir mal einen Titel, wo ich versuche, mal so eine Kernzielgruppe festzumachen. Ich gucke jetzt in den Chat rein, vielleicht habt ihr eine Idee. Dento schreibt zum Beispiel, bin alles von vier. Das ist nicht ausgeschlossen. Goldfit, okay. Maulik Holding schreibt Goldfit. Goldfit ist ein Titel, ich gehe gleich nochmal rein. Okay, ja, jetzt. Alter, vielen Dank, Chat. Schön, dass ihr alle dabei seid. Sowohl Twitch als auch YouTube-Chat. Freut mich wirklich sehr. Trotzdem, Goldfit ist das Erste, was ich gesehen habe. Also lasst uns kurz mal Goldfit nehmen. Also, was ist Golfit? Nicht Golf, Golfit. Golfit ist ein Spiel, wo du Golf spielst. Du hast ein Ranking, etc., aber hast auch einen relativ großen Socializer-Aspekt, weil Golfit sehr gut funktioniert für Multiplayer-Aktionen. Es hat diesen super einfachen Modus, dass du Leute reinwählen kannst und alle können gleichzeitig spielen, etc. Golfit ist tatsächlich, würde ich sagen, was Exploring angeht, weniger da. Ich mal unglaublich schlecht rein. So war so schlecht. Ja, tut mir leid. Also ich würde sagen, Golfit ist wirklich eher mittig. Ich male es gerade sehr, sehr groß. Das ist natürlich schlecht. Aber ich will nur das Prinzip erklären. Weniger Explorer, weil Explorer bedeutet einen gewissen Eskapismus-Effekt. Explorer mögen es, fremde Welten zu sehen. Sie mögen es aber auch, sich da drin zu verlieren. Sie mögen es, wie The Elder Scrolls Online oder The Witcher oder vielleicht auch jetzt Cyberpunk 2077 ohne Gewehr, weil ich den Trailer noch nicht mehr gesehen habe, wirklich in diese Welt einzutauchen und dann auch dort zu sein. Sie wollen in der Spielwelt Neues erleben und für sich Neues finden. Es gibt immer sozusagen ein Spiel ist dann aus meiner Sicht gut und auch dann erst massentauglich, wenn es halt so viele Leute wie möglich aus diesen vier Archetypen trifft. Oder aber exorbitant gut ist, wenn sie nur in einer Schiene da sind. Also ne, wenn man sich jetzt überlegt, zum Beispiel, ich mache diesen Golf-Kram jetzt mal weg, zum Beispiel ist auch ein Call of Duty natürlich besetzt dieses Thema hier, besetzt Killer, selbstverständlich, am Anfang sehr stark. Ne? Killer, so, ich male das mal hier ein bisschen gelb an. Aber gleichzeitig, durch die ganzen Perks etc., sind sie extrem gut und extrem schnell. Auch das hat Call of Duty natürlich nicht für sich gepachtet.
aber du hast sehr viele Achievements, die du immer wieder und schnell reinkriegst. Und das sind die beiden Hauptarchetypen, die ein Call of Duty eigentlich treffen will. Worüber rede ich, fragt Leon Tsubaki, über den Bartels-Test, über die vier Archetypen der Videospieler, also sehr theoretisch. Ich habe es nicht studiert, Orangenschlurpi, aber Linda Breitlauch hat es unter anderem studiert und Linda Breitlauch ist nicht nur eine fucking begnadete Dozentin, sondern sie ist auch hier eine Frau, die Game Design für sich, die Game Design mitentwickelt, so, und hinterfragt, wissenschaftlich hinterfragt. Und es macht sehr viel Spaß, sich Sachen davon durchzulesen und Arbeiten davon durchzulesen, etc. Okay, ich merke gerade, das ist ein geiles Thema, Leute. Sowas beschäftigt mich wirklich sehr, weil auch für mich persönlich, als auch für uns hier von Rocket Beans, macht es natürlich Sinn, irgendwie zu raffen, alles klar, was für Vorstellungen habt ihr denn jetzt zum Beispiel? Worauf habt ihr Bock? Und die Leute, die jetzt ihr zum Beispiel im Chat schreiben, ihr seid zum Beispiel, ihr habt andere Sachen, die euch wichtiger sind als ihr, liebe Zuschauer, die jetzt gerade nicht im Chat unterwegs seid. Und das ist, da steckt null Bewertung hinter, sondern es sind einfach Beobachtungen. Beobachtungen, die man eventuell, wenn man schlau ist, auswerten kann und dann vielleicht sich dem anpassen kann. Oder man macht es halt nicht. Also macht lustige Armübungen oder sowas. Naja. Wie komme ich auf dieses Thema? Es ist E3-Zeit für Leute, die vielleicht frisch dazugekommen sind. Ich sitze einfach nur hier eine Stunde lang vor dem nächsten Meeting und fabuliere über Ankündigungen der E3 und warum und wie ich vielleicht auch aus meiner Perspektive die E3 sehe. Das ist ungefähr so, wie wenn man sich eine Serie anguckt oder naja, vielleicht auch ein Videospiel, dann kann ich eigentlich nicht mehr aufhören, darüber nachzudenken, wie wird sowas produziert. Wie viele Leute arbeiten eigentlich daran? Wie müsste man organisiert sein, über welchen Zeitraum so etwas aufzubauen? Und ich kann natürlich, fuck, ich bin kein Game-Developer, aber bei Videoproduktionen kann ich das ganz gut schon, glaube ich. Da bin ich handwerklich, habe ich da einfach in den letzten Jahren auch ein paar Sachen gelernt. Und es macht Spaß, mir macht es Spaß, während ich etwas sehe, im Hinterkopf das einfach so mitrattern zu lassen, von wegen, ah, okay, solche Kameras haben sie benutzt. Sie benutzen einen Gimbal oder sie haben eine Drohne benutzt irgendwie. Es ist technisch so und so aufgebaut. Die und diese Interviewgäste haben sie gekriegt. Das kann ich bei mir nicht ausschalten. Und so ist das bei der E3 aber auch. Ich gucke mir eine E3 immer im Kontext der E3 davor an oder der E3s davor an, so wie es jeder von uns tut. Aber ich finde es immer geil herauszufinden, irgendwie, ich mag dieses theoretische Spiel so gerne zu überlegen, welche Ankündigung hat welche Zielgruppe erwischt. Ich mal jetzt einfach mal hier rein. Also welche Informationen, wenn das jetzt zum Beispiel irgendeine PK ist, ne? PK, oh, ich kann nicht mehr. Und hier macht das Spaß. Ich visualisiere das einfach mal, einfach nur, weil keine Ahnung. Also wenn das hier irgendeine random Pressekonferenz ist und jedes Unternehmen hat im Vorfeld ganz, ganz viele unterschiedliche Projekte, die sie wie auch immer investieren, die sie vielleicht auch geheim gehalten haben etc. Und bei so einer Pressekonferenz werden die in Chronologie gebracht, es wird strategisch wie auch immer, im kleinsten Detail wird ermessen, alles klar, welche Information ist jetzt gerade wichtig, welche ist von mir ist auch fucking politisch korrekt, etc., pipapo. Und dann wird es rausgehaut, es wird orchestriert und dann wird das Feedback aufgesammelt. Natürlich zeitintensiv, nämlich fucking jetzt in diesem Moment, über Twitter und über alle Plattformen. Hype wird erzeugt, Freude wird etabliert, so wie ich die Devolver Digital Pressekonferenz über Twitter rausgehauen habe, weil es wirklich super war. Das passiert alles in dem Zeitraum der E3. Und dann wird sozusagen gecheckt, es wird eben nicht mehr nur als reines Marketing-Tool genutzt, von wegen hier, das ist Werbung und dann kommt das raus, sondern die Reaktion wird mit inkludiert. Ne? Welche Zielgruppen erreichen wir durch die Art und Weise eines Trailers eigentlich am besten? Buddy, was auch immer du da tust, bitte gib uns ein festes Format dafür. Das ist schön zu hören. Danke, Simon Yuki. Ich rede einfach. Es ist ein bisschen wie Industrie-Skyporama, was mir selber auch echt fehlt, ehrlich. Ich komme wieder zurück.
was ein tolles Bild. Und danach, wenn man sich jetzt dieses komische Schaubild anguckt, wird die weitere Strategie ermessen, in welche Richtung sozusagen ein Titel oder zumindest die Kommunikation dieses Titels weitergehen soll. Es wird ermittelt irgendwie, alles klar, hat sich gelohnt, der Hype ist da und das alles wird quantifiziert. Das heißt, jeder Trailer, der rausgeht, wird logischerweise quantifiziert, weil der Markt halt so funktioniert. Wie viele Downloads von irgendwelchen freien Mobile Games wurden direkt im Zeitpunkt der Ankündigung irgendwie aktiviert? Wie viele Views gab es? Alle Views werden kumuliert, das bedeutet, welche internationalen Seiten, YouTuber, what the fuck, ist egal, alles hat eigentlich über unseren Titel geredet. Und das alles endet in einer Zahl. Und diese Zahl ist aber notwendig für Investoren, für Budgetfreigaben. Wie viel Geld können wir eigentlich wo reinstecken oder wird als Maßstab genommen, um irgendeine große Investition zu rechtfertigen? Ne? Return of Invest Shit. Und sowas ist, finde ich, immer super interessant bei der E3. Letztes Jahr war ich zum Beispiel... da hatte ich die Theorie letztes Jahr, und vielleicht erinnert ihr euch noch, und ich, wie gesagt, ich muss mir die Microsoft PK noch angucken. Ich fand es sehr interessant, dass Phil Spencer schon alleine in seinem ersten Blog, und das, ey, lass es der dritte Satz gewesen sein, Mixer genommen hat. Natürlich hat er die Zuschauer begrüßt und da passt Mixer gut rein. Aber ich hätte erwartet, dass sie schon letztes Jahr größer und härter Mixer bewerben. Die Idee hinter Mixer. Und jetzt erkläre ich euch kurz meine Gedankenwelt. Es gibt einen ziemlich großen, warte mal, ich mache die Farbe rein. Wo ist fucking lila hier? Also, es gibt einen ziemlich großen Kreis und der ist lila. Hier, lila. Und das ist natürlich Twitch. Twitch ist, was Livestreaming angeht, was und explizit Gaming angeht, fucking riesengroß. Twitch schrubbt eigentlich den kompletten Markt auf. Und Twitch hatte, seitdem es da ist, natürlich auch einen ganz klaren strategischen Fokus, was sie vorhatten, weil es Sinn gemacht hat. Dahinter steckt Amazon. Amazon hat damals zwar weniger Geld geboten als Google, aber trotzdem hat sich Twitch sozusagen für Amazon entschieden. Und das war ein ziemlich krasser Move. Und Twitch hat ja vor längerer Zeit auch die Lumberjack lizenziert, also die CryEngine aufgekauft, die Lizenzierung aufgekauft, daraus eine eigene Game Engine gemacht und darauf basierend wollen sie irgendwann mehr und mehr eigene Videospiele kreieren, die dann integriert sind mit Twitch Extensions, um unser Live-Ding einfach geiler zu machen. Ja? Neben Twitch gibt es natürlich noch, ich mal einen roten Kreis rein, gibt's, ich mal den auch tatsächlich kleiner, weil der im Games-Kontext einfach auch kleiner ist. Es gibt YouTube und das ist jetzt, da komme ich jetzt wieder drauf zurück, hier YouTube. Dann gibt es noch, wo ist grün? Da. Nee, warte, Mixer ist nicht grün, oder? Mixer ist blau. Fuck. Und dann gibt es halt noch so upcoming Dödel, Mixer. Fuck, ist Mixer blau? Bin ich doof? Naja, Hitbox, ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, ob es Hitbox noch gibt. Wir haben auf jeden Fall am Anfang viel mit denen geschnackt. Darkman SC schreibt Twitch über YouTube. Es kommt darauf an, aus welcher Perspektive man das betrachtet. Ne? Also YouTube hat Features im Livestreaming-Game, wenn ihr so möchtet, wo Twitch einen anderen Weg gegangen ist. Twitch hat einen unfassbar performanten, guten Client, die haben sinnvoll darauf aufgebaut. Es ist eigentlich für mich nur die Frage der Zeit, wann Discord von einem der Großen aufgekauft wird, was so Livestreaming-Kram angeht, oder ob sie selber draufsetzen, weiß ich nicht. Mixers Blau, danke Cyber Project X. Auf jeden Fall nochmal zurück. Oh Gott, ich schwimme mit meinen Gedanken. Ich hoffe, ihr könnt mir noch folgen. Letztes Jahr auf der E3 ist Mixer schon aufgetaucht, aber eher als Easter Egg. Wir hatten eine Kooperation letztes Jahr und dort habe ich Mixer ausprobiert und ich habe ein bisschen mit auch ein paar Leuten drüben telefonieren können. Und das war echt interessant. Interessant nicht, weil das Produkt schon fertig ist, sondern weil die theoretischen Wege dieser Beta, dieser Marktrelevanz für mich aus meiner Sicht total spannend sind. Mixer hat auch das, Crowdplay nennen die das, verfolgte eigentlich eine ähnliche Strategie wie Twitch, nur dass halt Microsoft im Hintergrund steht.
Und The Darwin Project letztes Jahr, jetzt ist die Beta draußen, mir macht das Spiel Spaß. Das ist keine Werbung hier, ich werde von niemandem bezahlt, das ist einfach nur strategisches Gedankengedöns bei mir. The Darwin Project war letztes Jahr auf E3 wie so ein Easter Egg. Und es wurde nur so nebenbei erwähnt, dass jetzt gerade von irgendeinem Spieler, über natürlich Mixer, ein Buff für einen Spieler kreiert wurde. Und das sind aber so Aspekte, die für mich die Zukunft eines riesengroßen Bereiches angeht, der auf jeden Fall kommen wird, der auch nicht neu ist, der aber in der Masse selber noch nicht angekommen ist, nämlich die Verbindung zwischen uns und tatsächlich euch, die ihr im Chat gerade sehr aktiv seid, und Spielern, die auf anderen Devices selber eine andere Spielweise haben, und dass das wirklich zusammenkommt, und zwar sinnig zusammenkommt. Das Spielfeld wird erweitert durch andere Anknüpfungspunkte und auch durch andere Devices. Auf der Sony PK wird Silent Hill angekündigt, habe ich gehört, schreibt Daniel Maranta. So. Facebook plant Alternative zu Twitch, schreibt Mitch Connor. Facebook ist bereits rausgegangen damit, und zwar vor einigen Tagen. Und das heißt, oh, heißt es wirklich auch Facebook GG? Fuck. Ich habe bin noch nicht, genau, FBGG heißt es. Danke, Milano. Und, Facebook hat gerade richtig Stress. Ultra Stress. Und das ist. Stress bedeutet in dem Kontext Image-Schaden. Weil Facebook, was Facebook nicht zuletzt natürlich selbst verschuldet irgendwie gemacht hat, und zwar seit langer Zeit, was die Datennutzung angeht und etc. und pipapo, sie haben eben natürlich immer noch Investitionsbereiche, und Gaming haben die halt sehr spät für sich entdeckt. Sie haben, glaube ich, einen Vorteil im Gaming, und zwar ist das eine gewisse Zielgruppe, die nicht Core ist. Das klingt jetzt wieder ein bisschen blöder, aber wir Gamer, wir sind zahlreich, weltweit, extrem zahlreich. Ja, wir sind älter, Durchschnittsalter 33 in Deutschland, glaube ich. Oder es ist, in Deutschland ist es 38, in den US ist es 33, glaube ich. Also Durchschnittsalter, was man eigentlich nicht erwartet, ja, im Markt. Und Facebook spricht halt tendenziell eher ältere Leute an, die aber nicht so unglaublich tief im Gaming sind. Das heißt, sie haben eine spitzere Zielgruppe, die vielleicht nicht, wo es schwerer ist, irgendwie ins Gaming reinzukommen. Aber wenn sie das dort schaffen, dann haben sie es tatsächlich leichter, weil sie auf einer bestehenden Zielgruppe aufbauen, als von Twitch rüberzukommen. Ah, weiß ich nicht. Einfach mal danke, Bruder, ich finde es spannend, dir immer zuzuhören. Geil, danke, Keranos, freut mich. Serpentox schreibt, habt null Mitleid mit Facebook. Da nochmal kurz zurück zu Facebook. Ich bewerte Facebook privat, was diese ganze Cambridge Analytica-Nummer angeht, was auch die ganzen Zuckerberg-Aktionen vom Parlament und im Europäischen Parlament angeht, etc. Ich nutze Facebook selber. Ich lach und weine gleichzeitig darüber, aber gleichzeitig bin ich auch jetzt nicht der jemand, der nachtritt, weil mir war die Option und das Wissen darum, auch wenn ich nicht das mechanisch-technisch erklären kann, durchaus bewusst. Also ich habe mich ehrlich gesagt so ein bisschen darauf eingelassen. Ja, irgendwie werden meine Daten halt benutzt. Ich habe den Service sozusagen, dem dahinter, ich persönlich, vorweggezogen. Dass damit Schindluder betrieben wird, fuck, natürlich geht das nicht. Dennoch habe ich meinen Facebook-Account nicht gelöscht. Noch nicht. Mal gucken, ob ich es mache. Weiß ich nicht. Und das ist meine persönliche Bewertung des Ganzen, sehr oberflächlich. Aber jetzt wieder zurück. Die persönlichen Bewertungen sind raus und ich betrachte wirklich nur meinen Bereich, der mich interessiert, in dem ich arbeite, und das ist der Gaming-Sektor. Und Facebook kommt jetzt mit rein. Sie haben dieses Feld, was eigentlich schon derbe bestellt ist durch Twitch, durch auch YouTube Gaming, auch durch Mixer, die halt andere Kooperationen reingehen. Da versucht Facebook jetzt noch hinterherzukommen. Mal gucken, ich weiß es nicht. Ich verschließe mich dem Gespräch mit Facebook nicht. Ich möchte hören und wissen, wie sie strategisch aus dieser Situation rauskommen wollen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so genau, aber es wäre interessant zu wissen. Ich bin ultra weit weggerudert. Es ist nicht gut, wenn du einen Gedankengang anfängst und dann parallel im Chat liest. habe ich damals in Philosophie in meiner mündlichen Abschlussprüfung habe ich Ärger dafür bekommen, eine schlechte Note, weil meine Gedanken wohl richtig sind, aber ich zu viele Brücken schlage und am Ende weiß niemand mehr, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Worauf ich hinaus will, ist, ich fucking freue mich auf die E3. Too long, didn't read, too long, didn't hear, ich habe nicht zugehört.
Die E3 ist für mich ein riesengroßes Spiel. Und bei mir geht es auch natürlich selbstverständlich um die Videospiele, die angekündigt werden und oder direkt rauskommen. Das ist natürlich immer das fucking Highlight. Aber bei mir ist es dann irgendwie so, ich finde es super spannend, wie die Firmen agieren. Ich finde es super spannend, welche Strategien, die erkennbar werden, wenn man sich die aktuelle E3 anguckt und dann mit den letzten E3s, ja, nicht vergleicht, aber wenn man die einfach mit da zusammenpackt. Weil dann plötzlich kann man, ohne Gewehr, ohne zu sagen, dass man jetzt die Weisheit mit Leveln gefressen hat, aber das Spiel macht mir Spaß zu überlegen, okay, sie haben dann und das angekündigt oder gesagt. In der Zwischenzeit ist das und das passiert. Sie haben diese Firma aufgekauft oder wie auch immer. Und man kommt heutzutage an Informationen dran. Ich checke meine Sources schon, so ist es nicht, aber das Gedankenspiel macht mir Spaß. Und dann sind wir bei der E3 2018 und es kommen neue Informationen raus. Und sie werden halt in diesem ganzen orchestrierten Marketing-Orgasmus, in diesem Urknall, jedes Jahr aufs Neue rausgeschossen. Und gleichzeitig gucken sie mit der Lupe drauf und checken, wie wir denn reagieren. Das ist super. Das macht mir Spaß, darüber nachzudenken und vielleicht auch für uns hier Rückschlüsse daraus zu ziehen, um sie zumindest überprüfen zu können, um vielleicht sogar Konzepte daraus zu entwickeln. Konzepte, wo man sagt, ey, technologisch sieht es aktuell so und so aus, ihr habt das und das, deute ich jetzt mal frech an Strategien und wir als Rocket Beans zum Beispiel könnten da mithelfen. Weil, guck mal, ich gucke jetzt in den Chat rein und da sind Leute aktiv. Schön, dass ihr aktiv seid. Natürlich ist es etwas, was wir eigentlich schon länger irgendwie noch tiefer planen wollen. Verflixte Klicks, Chatduell und Co. Wir sind halt keine Game Devs, aber wir können halt andere Sachen. Aber trotzdem sind das Bereiche, wo wir ziemlich gut sind. Wir müssen uns nur besser darauf fokussieren. Kein Witz. Und ja, es passieren so Fehler wie zum Beispiel, man hört einen LOL-Stream, während die E3 losgeht. Ungeheil, aber es passiert. Aber wenn wir uns auf solche Felder, strategische Marktfelder, auch stärker konzentrieren, glaube ich, dass wir wirklich geilen Shit machen können. So wie zu Kleinigkeiten, wie bei fucking Beards, als Hauke, als wir vor Publikum gespielt haben und der Chat gegen uns über das real existierende Publikum Schiffe versenken gespielt hat. Das war halt vom Gameplay war das nur Schiffe versenken, aber war das geil, hat das Spaß gemacht. Und deswegen gucke ich mir E3 immer an, um zu gucken, okay, was hauen die raus und was kann ich davon an Informationen nehmen? Und dann bin ich echt wie so auf so einem Grabbeltisch. Okay, das sieht gut aus. Okay, ich lege das mal dahin. Da denke ich später drüber nach. Und was ist das hier? Okay, dann lege ich hier hin. Upsworld kann mir nicht mehr folgen. Ich kann mir selber nicht mehr folgen. Mein Name ist Geronimo Röder, ich wohne hier. Ja, ach Gott. Es ist ganz lustig, warum nicht? Ich zeige euch einfach mal kurz ein altes Konzept. Warte mal. Noch nicht draufgehen, Paul, bitte. Ich muss einmal kurz gucken, weil hier sind auch ein paar Sachen, die Konzepte, die jetzt gerade an Kunden rausgehen oder an Partnern. Und die sollte ich besser nicht zeigen. Und Privatkram ist ja auch drauf. Warte mal kurz. Oh, wo ist denn das? Wartet. Ich zeige euch mal kurz so, ich benutze hier mein Scribble-Board tatsächlich dafür, was echt Spaß macht. Und das zeige ich euch jetzt einfach mal kurz. So, einfach mal meine Arbeit. Jetzt bin ich ready, Paul. Bist du auch am Start? Dankeschön. Also, das ist eine Idee, die wir Microsoft raushauen wollten, schon vor längerer Zeit, als PUBG noch nicht so groß war. Und das ist das Real Life Known Player, Player Unknowns Battleground Tournament, aka. So. Und die Idee dahinter, ups, das habe ich hier Shit gemacht. Die Idee dahinter ist relativ einfach. Zurück, zack. Das sind Notizen von mich. Das hier. Also, das ist ein Mixed Livestream Event, wo bekannte Spieler, ja, Influencer, das ist, ne, ist so. Seek their chicken in an ultimate real life analog and digital PUBG Tournament. How? Erste Phase, 32 Spieler spielen das Original PUBG physisch an einem Ort. Phase 2, die 10, die übrig bleiben, müssen einfach mal aufstehen und in eine riesengroße Lasertag-Arena gehen. Und Phase 3, der Kampf, der echte analoge Kampf ums Chicken Dinner. Und da war die Überlegung, das im Tilter zu machen, bei der Imperial Lasertag Academy, die sitzen hier in Hamburg. Ha, Zufall.
32 Spieler. Ich habe ein paar Namen aufgeschrieben, die wir halt cool finden, ohne Gewehr. Das ist, ne, also die Idee existiert seit langer Zeit. Es gibt so eine Art Livestream-Setup, das zeige ich euch jetzt hier auch nochmal. Hier, das ist tatsächlich ein Location-Foto von der Tilter. Das existiert dort so, es nennt sich Casino. Und es sind 8 Tische. Und an diesen 8 Tischen passen jeweils 4 Leute. Da kann man eine LAN-Party machen. Und das ist mittendrin in einem Areal, wo was angeschlossen ist mit einer Lasertag-Nummer. Und du hast auch verschiedene Waffengattungen und sowas als Lasertag. Und die Idee war, die letzten 10, die übrig bleiben, müssen dann physisch aufspringen, in dieses relativ große Areal reinrennen und sich Waffen suchen. Und dann halt, ne, bis zum letzten durchrocken. Das ist eine geile Idee, wenn man sie richtig macht. Es hat nur jemand gemacht. Wenn du es richtig machst, ist es teuer. Und das ist so ein bisschen der Nachteil. Wir haben extrem viele gute Ideen, aber ich rede jetzt einfach mal von mir. Meine Erwartungshaltung ist dann meistens viel zu groß. So wie ich halt The Ping of Pong einfach nur in Slow-Mo machen möchte. Eine andere Geschichte. Die Ideen sind geil, aber sowas kostet Geld. Ja, sowas kostet einfach Geld und Zeit. Und unsere Reichweite, die wir halt generieren, die ist manchmal richtig gut. Aber im Durchschnitt vielleicht nicht so finanzierbar, wie es dann bei anderen großen YouTubern oder von mir aus anderen Leuten ist. Aber sowas ist geil. Genauso wie die Beans und Eis Nummer, die wir damals gemacht haben. Meine Fresse, da gab es keinen Partner, trotzdem durchgezogen, 40 Leute am Start. Und es war mit Abstand das cringigste Ding, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Und wir haben das auch noch produziert. Das war der Hammer. So cringig war das. Tausende Ideen, die zu viel Geld kosten, schreibt X-Lord. Jo, da kann man auch mal aus dem Stream gehen, ne? Buddy, das kenne ich, habe auch so viele geile Ideen für VR, aber einfach nicht das Geld dafür, schreibt Lawrence Lawine. Es gilt die Regel, die Kunst ist nicht, eine Idee zu haben, sondern die Kunst ist, diese Idee umzusetzen und oder umsetzen zu können. Und das inkludiert aber auch die sagen wir, Leistung im Arbeitsmarkt, diese Idee nicht nur wirklich verbalisieren zu können oder vorzeigen zu können, sondern sie dann auch wirklich gut umsetzen zu können. Und der Markt ist aber gerade so anstrengend, Leute. Ey, das glaubt ihr nicht. Doch, ihr wisst es. Ihr seid mittendrin. Über Early Access, jetzt erstmal im Gaming-Kontext, Early Access, Kickstarter-Kampagnen etc., die ganzen Publishing-Tools, wie wird eigentlich Geld verdient, die Lautesten, die gewinnen immer. Es gibt so viele geile Spiele da draußen, wo das größte Werbebudget eigentlich immer gewinnt, theoretisch. Die Welt verändert sich aber, weil sich kleinere zusammenschließen, wie zum Beispiel unter Devolver Digital, unter einer Dachmarke oder eines Publishers, oder aber wie unter der Indie Arena Booth. Das heißt, wie so Ameisen sammelt man sich zusammen, um gemeinschaftlich eine Sichtbarkeit zu kriegen. Und das tun wir hier bei Rocket Beans eigentlich auch. Also wir sind ja echt viele Leute, und oft haben auch viele Leute die Frage, warum sind wir so viele Leute? Wir haben theoretisch eine Schlagkraft, um richtig geile Sachen zu machen. Aber diese Umsetzung, die dann wiederum dann bis zum Ende des Ganges auch finanziert zu kriegen, ist natürlich ein Ritt, ist natürlich anstrengend. Wir glauben aber daran, dass wir auch einfach geile Ideen auch umsetzen können. Und es ist wichtig, dafür, und jetzt schließe ich so ein bisschen den Kreis, wo ich vorhin sehr, sehr lange rumgeschwirrt bin, das impliziert aber auch, dass man den Markt halt irgendwie für sich versteht und dass du Argumente sammelst, die einer Idee eher eine Grundlage bieten können, rein theoretisch, dass egal, wem man diese Idee äußert, dass sie sagen, okay, ich zähle 1, 1 und 1 und 1 und 1 zusammen irgendwie, und daraus kommt eine Zahl, die so relevant für mich ist, dass ich dafür Geld ausgeben möchte. Business Development. Wie wird Business heutzutage gemacht? Und das ganze Thema auch mit, ey, Devolver Digital, Mann, Lootbox Coin, die sind so lustig, die sind so gut. Wenn ihr das nicht gesehen habt, wenn ihr neu eingeschaltet habt, vergesst alles, was ich gesagt habe, guckt euch wirklich die Devolver Digital Press Conference von gestern Nacht an. Hammer! Es gibt allerdings auch Filmförderung vom Bund, schreibt AMH Williams. Ich habe jetzt den Kontext im Chat nicht gesehen, aber ich habe schon vor Jahren, das ist Ewigkeiten her, habe ich hier in Hamburg mal eine Runde versucht. Das war dann, das ist eigentlich dann die Rocket Beans Idee gewesen.
Was? Meeting nicht verpassen? Ist es schon soweit? Ah, okay, danke. Ich habe noch ein paar Minuten. Dankeschön. Ja, Sales Meeting. 14 Uhr Sales Meeting. Da muss ich hin. so. Ich habe zuerst habe ich bei der Kreativförderung angerufen, weil ich gedacht habe, wir machen kreativen Content mit kreativen Mechaniken etc. Also, liebe Stadt Hamburg, wir sind hier in Hamburg, wir wollen eigentlich hier bleiben. Wie funktioniert denn das? Die haben mich aber weitergeleitet zu der Wirtschaftsförderung, weil sie gesagt haben, das ist eine Wirtschaftsförderung. Dann habe ich denen damals, so die Idee war grob Rocket Beans, diese Idee gepitcht. Und dann haben die mich aber zur Filmförderung geschickt und die Filmförderung hat mich wieder zurück zur Kreativförderung geschickt. Und dann habe ich halt einfach dreimal so gemacht am Telefon und dann habe ich aufgehört. Aber auch da verändert sich was, mal gucken. Ja, es gibt Förderung und vor allen Dingen, und das ist halt auch... So, jetzt kommt's. Meine Bewertung kommt hinten dran, aber die Politik hat uns Gamer als Zielgruppe ausgemacht. Endlich ausgemacht. Sie haben verstanden, dass Softwareentwicklung und Softwarekonsum und der Prozess an digitalen Sachen wie Betriebssysteme oder Content-Management-Systeme, aber auch Videospiele ein Bereich sind, der fucking nochmal wichtig ist. Das hat sehr lange gedauert hierzulande. Aber ich glaube, sie haben es gerafft. So. Und jedes Bundesland gerade aktiviert und macht sich auf und sagt, ey, wir sind die Allergeilsten, wir haben es verstanden, wir sind voll digital, Games, 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 alles wichtig. Dass es jetzt 20 Jahre zu spät kommt, ist erstmal egal. Dass aber auch innerhalb der letzten 20 Jahre immer wieder pointiert auch gefördert wurde, lasse ich nicht unter den Tisch fallen. Aber jetzt gerade haben sie halt uns als Zielgruppe ausgemacht. Auch wegen E-Sport, natürlich. Oh, da wird sehr viel Geld erwirtschaftet. Und jetzt E-Sport ist jetzt auch Sport. Und das ist halt ein politisches Thema geworden, um einer gewissen Zielgruppe, sagen wir, Argumente zu liefern, warum man jetzt vielleicht auch Partei X oder Partei Y wählen soll. Aber sie haben gerafft, dass es ein Industriemotor ist und sie haben gerafft, dass es etwas ist, was wichtig ist. Ja, so. Und jetzt öffnen sich gerade Bund und Länder für die Zielgruppe Gaming. Mit allem, was da drum liegt. Wissenschaft, Wirtschaft, Konsumenten, Förderung in alle Belange. Und das ist geil. Ich freue mich, dass es endlich passiert. Und ich will nicht meckern, warum hat das so lange gedauert, sondern ich will da versuchen, irgendwie zu verstehen, kann man da Förderanträge kriegen für etwas Gutes. Ja? Und es wurden tolle Sachen gefördert. Hier zum Beispiel Amaze, das Amaze Festival, wurde ursprünglich von Berlin gefördert. Da hieß es noch nicht Amaze, aber trotzdem, ne? Games Culture Circle hieß das. Und trotzdem, da wurden Leute befördert, die Herzblut hatten, die eine gute Idee hatten, aber auch die Mittel und auch die Power und das Herzblut, das halt durchzusetzen. Und am Ende irgendwann kommt halt eine Amaze-Ball raus. Hammer, für mich persönlich. Und meine Bewertung ist, das ganze politische Spiel gehört irgendwie mit dazu. Es nervt mich, aber ich bin froh, dass die Leute anfangen zuzuhören. Und ich bin froh, dass die Leute anfangen, irgendwie diesen Bereich, in dem wir uns befinden, auch wenn es Gaming ist, ernster zu nehmen. Und mit dem, was wir hier gelernt haben, und zwar jeder einzelne von uns irgendwie, nämlich das verspielte Zusammenbrabbeln von allen möglichen, seien es Videospiele, Regietechnik etc., Livestreaming, dass man das kombinieren kann und zu, sagen wir, eigenen Prozessen machen kann, zu Projekten oder von mir auch dann mit zu Produkten, das ist etwas, was ich unter dem Thema Business Development verstehe. Und ich bin ja hier so ein bisschen für einen strategischen Part auch zuständig und ich versuche immer neue Informationen durch große Events oder durch Nachrichten mitzubekommen, die das Ganze irgendwie auch weiterbringen können. So, es ist jetzt, ich habe sehr, sehr, sehr viel geredet. Mich freut es, dass der Chat sowas schreibt wie, so können wir jetzt zum Lüttengrill, Buddy? Cosmic Terror 07 schreibt das. Oh, Lüttengrill wäre echt wichtig gerade, ne? Mich freut das, weil scheinbar seid ihr immer noch da. Das ist schön. Ich weiß nicht, wie viele Leute noch da sind. Wie sieht es mit der Option Sponsor für solche Projekte aus? Nabrak schreibt das. Ja, fucking her damit. Kommt alle her. Was soll das? Mann, wir wollen Geld verdienen. Wir wollen wirklich gutes Geld verdienen. Durch gute Sachen. Fertig. Also die Option Sponsor ist leider ein mehrseitiges. Es geht ja nicht nur von uns aus.
Es gibt diesen, das ist sehr idealistisch, das ist etwas, was ich immer wieder für mich versuche, ich versuche gute Argumente zu finden. Ich glaube, dass man Marketing heutzutage echt auch verändern kann. Der Markt ist so am Arsch. War er irgendwie schon immer, aber jetzt ist er noch mehr im Arsch, weil keiner weiß, wie es funktioniert. Oh Gott, es gibt so viele Währungen. Es ist wie fucking Krypto. Keiner weiß, wie viel Wert eigentlich was hat. Und ich fände das so sinnvoll und das habe ich wirklich, das ist wie so ein roter Faden, zieht sich das durch meine Jahre innerhalb dieser Games-Branche. Hört doch mal fucking auf, immer nur auf euch mit dem Finger, wir sind die Allergeilsten und sowas, sondern fangt an, kollaborativ eigene Projekte zu fördern. Seid mehr, schwieriges Thema, ich weiß, aber seid mehr wie Valve, wie Steam. Ganz schwieriges Thema. Aber ne, fangt an, Plattformgedanken zu haben. Fangt an, mehr Publishing zu sein. Fangt an, auch gemeinschaftlich einzelne Sachen zu unterstützen. Und gebt nicht unfassbar viel Geld für etwas aus, wo man eine Währung eh nicht nachvollziehen kann. Mann, ich will ein Turnier, wo fucking Microsoft gegen Sony, wo Nintendo gegeneinander spielt. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Es würden so viele Leute da draußen zugucken und alle hätten gesagt irgendwie, ey, PC Master Race, ja, PC muss mitspielen, aber PC Master Race, aber cool, Nintendo, Sony und Microsoft, dass ihr ebenfalls mit am Tisch seid. Und es ist eben nicht mehr dieses altbackene Denken irgendwie, ja, meins ist das Geilste, sondern es ist halt einfach so, ey, ihr habt geilen Scheiß, wir haben geilen Scheiß, lass mal zusammen machen. Das ist etwas, was, wo ich die Hoffnung habe und auch ein bisschen idealistisch bin, dass man aber mit gewissen Konzepten sowas auch dem Markt erklären kann. Und vielleicht auch euch als Zuschauer, weil wir brauchen euch. Für jede Idee, die wir irgendwie versuchen neu zu machen, neu umzusetzen, brauchen wir logischerweise Support. Wir brauchen Leute, die das gucken. Wir brauchen Leute, die auch Bock haben, so etwas zu unterstützen, auch wenn es länger dauert. Und das ist jetzt wie eine E3-Pressekonferenz. Scheiße. Ja. Ach ja. Ja, ich weiß nicht, wo ich bin. Es ist 13:52 Uhr. Ich muss seit ungefähr einer halben Stunde pissen. Sehr dringend. Das erklärt vielleicht so ein bisschen die Sprechgeschwindigkeit, die ich drauf habe. Aber vielleicht merkt ihr auch, dass meine Gedanken gerade extrem rotieren. Das liegt vielleicht auch an dem Foo Fighters-Konzert gestern. Es liegt auf jeden Fall an der E3. Es liegt auf jeden Fall daran, dass wir gute Konzepte haben und wir einfach jetzt gute Partner wollen. Und es ist egal, ob ihr das seid. Aber ich finde, die Industrie hat auch echt eine Verantwortung zu tragen. So. Ich finde, die Industrie muss mal klarkommen und eben nicht nur auf Views gucken, sondern echt auf andere Werte, die vielleicht auch ganz sinnvoll sind. Wie zum Beispiel, ey, diese Aktion hat vielleicht nicht in Gänze so viele Views, aber dafür ist die Watch-Fucking-Time einfach länger. Die Leute sind auch dran geblieben und haben zugeguckt und waren fucking von Anfang bis zum Ende bei einer längerfristigen Aktion dabei. Das ist doch fucking nochmal wertvoller, als einmal drauf zu gucken und zu bewerten, ist geil und weg. Ich will, dass die Industrie das rafft und ich will, dass die Industrie auch rafft, dass sie eine Verantwortung dazu haben und dass sie den Markt mitbestimmen. Und wenn sie doch selber so ängstlich eigentlich ist, fände ich es echt gut, wenn wir Geld kriegen. Das fände ich sehr gut. Und übrigens, ich schreibe gerade einen Text und ich möchte der deutschen Industrie irgendwie auch mitgeben. Ich will sie irgendwie mit in die Verantwortung nehmen. Und das ist das Thema, was wir auch gleich in dem Meeting besprechen werden. Und vielen Dank, Fev. Ich werde das Meeting im Elfenbeinturm nicht vergessen. Ich finde es schön, dass ihr das alles wisst. Das ist schön. Ja, mal gucken. Industrie-Skype-Programme. Nach wie vor ein Thema, was geil ist. Gauschen Coppola. Raff den Kontext, Alter. Es ist nicht nur Mimimi, die sollen das Geld geben. Raff den Kontext. Mehr sag ich jetzt nicht. Ab jetzt gleich. René, komm rein. René baut Grafikkarten rein. In einen Laptop. In Laptop? Ja. Wie in Laptop? René baut eine Grafikkarte. Diese Grafikkarte willst du da reinbauen? Ja. Es ist physisch nicht machbar. Korrekt. Aber wir finden es heute raus. Wie, wir finden das heute raus? René sagt, wir finden es raus. So. Naja. Ja, muss man erstmal anschalten. So, ich muss auch pissen, ganz dringend. Das ist schön. Sehr verehrte Damen und Herren, René. Danke, danke. Schöner Fisch. Ich weiß nicht, ob man dich hört, ehrlich gesagt. Ich weiß es auch nicht. Geil, Paul. Schön. Geiler Paul. Ja, du musst die Leute wieder einfangen. Ich habe sehr, sehr schnell sehr viel gelabert. Komm, wie ein Herz hin, kriegst du jetzt alles weg. Das ist gut. Okay, ich hau ab ins Meeting. Ey, viel Spaß, Alter, ne? Ja. Ja. Willst du die... Ja, ich nehme die Funke. Tschüss, dankeschön. Vielen Dank.
Dank. Dankeschön fürs Zuhören. Ja, Werbung. Werbung.